Fjecke im Saal, meine Damen und Herren zu Hause. Er tut uns immer einen Riesengefallen. Er serviert seine Portionchen an Lachmuskulaturfreisetzung immer so ganz klein, damit wir zwischendurch einmal Luft holen können. Und das macht er seit vielen Jahren mit Riesenerfolg, der absolute Blockbuster unter den Podiumsrednern. Freut euch jetzt auf eine Blödschkopf! Gott sei Dank. Schönen guten Abend zusammen. Ei, das ist immer schön, wenn man hier mitmachen darf. Und so haben wir die Länder abgesägt. Ne? Ganz ganz fies fallen hier auf die Touristen. Das, ich freue mich, dass ich hier mitmachen darf heute Abend. Und möchte aber gleich zu Beginn etwas tun. Das werden Sie vielleicht nicht verstehen. Ich möchte etwas Privates tun. Das wird die Stimmung jetzt vernichten. Ich zische nicht, das ist der Präsident, aber er meint es nur gut. Ja. Ich möchte etwas Privates tun, was mir sehr am Herzen liegt. Man hat mir in der Schule damals beigebracht, wir sind ein Volk von Dichtern und Denkern, nicht wahr? Guck mal, was wir alles haben. Der Goethe hat rausgehauen, hier Boxengrundkurs, Faust. Der Schiller hier mit seiner Glocke. Extra vor 2 Wochen haben sie nochmal ausgegraben, dass er Glocke 2 schreibt für Köln, Leuten ohne Klöppel. Wunderbar gewesen, nicht wahr? Wir haben hier Lothar Matthäus mit dem ganzen Evangelium. Und jetzt frage ich wirklich ganz im Ernst, haben wir denn kein anderes Thema als das Wetter? Es geht mir nur auf die Nerven. Es nervt, nicht wahr? Alle sind sie am Weinen gewesen. Es hat geschneit. Oh wei, es hat geschneit. Im Dezember. Wie überraschend. Das hätte es früher nicht gegeben. Also bitte mal ganz im Ernst, es ist doch wohl so überraschend, ich komm, alle sind sie nur am Schreien, jetzt sind sie schon wegen dem Rosenmontagszug dran, wenn es wieder schneit. Wie sieht das aus? Die ersten 5 Gruppen schmeißen Salzgebäck, dann kommt der Nikolaus mit dem Schlitten. Nein, ich möchte das nicht mehr, ich möchte dieses Gejammer nicht mehr haben, wir sind Karnevalisten, lass mal zusammenhalten. Guten Tag, Metzger. So, ich, deswegen. So. Deswegen möchte ich, dass Sie mich bitte mit meiner Initiative unterstützen, getreu dem Motto, Köln hat was zu bieten. Meine Initiative, Köln kriegt was zu salzen. Ein Eimer Streusalz für die Ehrengarde, macht mir den bitte bis Rosenmontag voll und dann streust du den Zug weg und dann ist aber auch Ruhe. Verstehst du? Es ist doch nicht aushalten. So, aber das sind wir. Jetzt können wir anfangen. Hallo, komm. Oh, ist fertig. Ist doch wahr. Ich kann's doch nicht mehr hören. Haben wir kein anderes Thema hier 3 Monate lang. Wir haben kein Salz. Oh wei, wir haben kein Salz. Ich sag mal, geh mal in der Altstadt essen. Da gibt es Köche, die wissen da nichts von. Verstehst du? 3-mal Strabber Max, da kannst du dir barfuß den Weg nach Hause tauen. So ein Sauereien gibt es da. Ich war. Ja, wir haben keinen Salz. Wie stehen wir denn vor unseren Nachbarn in Düsseldorf da? Wir sind eine Stadt mit einer Salzgasse, wo 1 Meter Schnee liegt. Ich bitte Sie. Gut, Düsseldorf hat da keine Probleme mit, ne? Bei denen ist selbst der Schnee zu fies für liegen zu bleiben. Ne? Aber das ist was anderes. Ja, nein, das ist was anderes. Ruhe, 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 Ruhe. Nein. Psst. Haben wir Gäste aus Düsseldorf da? Alles klar, ich mach drüben weiter. So, ich. Nein, ach, es ist schön, ich freue mich immer, wenn Gäste von weit weg kommen. Wir haben auch Gäste aus Coesfeld, nicht wahr? Der Herr Rothers. Da ist er ja. Nein, wir haben da ein Waffenstillstandsabkommen, der Herr Rothers und ich. Wir haben uns darauf geeinigt, ich halte Büttenreden und er regiert die Stadt und dann kommen wir uns auch nicht in die Quere. So wollen wir verbleiben, nicht wahr? Ja, muss man doch mal sagen. Es ist doch nicht mehr anzuhören, dieses Gejammer. Naja. So, jetzt pass auf, ich habe keine Lust mehr über dieses Wetter zu sprechen. Ich breche das jetzt auch ab, Herr Präsident, das ist durch das Thema. Obwohl, ist ja ein fieses Thema gewesen, nicht wahr? Ich habe immer gesagt, wenn der Schrammer noch da wäre, der hätte es im Griff gehabt, ne? Der hätte den CSD in den Dezember verlegt, dann hätten wir Tauwetter in der Altstadt und fröhliche Farben, ne? Oder? Ja, zack, wäre da gewesen. Hey. Ja, also,
Boah, ne, ich komme auf kein anderes Thema. Ich fange gleich an, wenn ich mit dem Wetter durch bin. Das ist, ehrlich, ich habe alle Konten verloren, alle Konten gekündigt. Ich war so sauer auf die Bank. Ich hab, viermal war ich am Bankautomaten gewesen. Viermal habe ich mich auf die Schnauze gelegt, verstehst du? Da liest du da im Schneematsch und da wirst du noch verarscht. Volksbanken, Raiffeisenbanken, wir machen den Weg frei. Ja. Ich bin der und um die Lache. Das ist ja blöd, ne? Ja. Hey, ich gönne Alarm. Hab ich mir nicht ausgedacht. Hier, Herr Präsident, ich fange gleich an. Ich nur noch gerade. Ich darf jetzt eh nicht mehr raus. Ich brauche kein Taxi mehr. Ich bin verheiratet. Ist vorbei hier jetzt. Ne? Na nicht. Oh, ist schön. Nein, wir verstehen uns prima. Nein, sie raucht, ich huste, ganz harmonisch zu Hause. Ist alles in Ordnung. Ja, wir haben es auch schön geschafft, einen guten Zeitpunkt zu erwischen. Ne? Ich bin 37. Meine Frau ist ähnlichen Alters. Ne? Da redet man ja nicht mehr drüber heute. Ne? Ist ja. Ist ja, ich fange gleich an, ich mach nur gar. Ist ja heute heiraten ja die 70-Jährigen, die 20-Jährigen. Das ist normal heute. 70-Jährige heiraten die 20-Jährigen. Das ist normal. Und dann sitzen sie nachts zu Hause und dann fragt er, na, bist du schon aufgeklärt? Sagt sie, nee, noch nicht. Sagt er, ah, Mist, und ich habe es schon wieder vergessen. So läuft es doch heute. Nee, da ist. Und wer kümmert sich um die Rente? Außer Jean Pütz, dem alten Bastelfreund. Der hat ja noch mal, mit 74 hat er noch mal, ja, sag mal, was willst du machen? Wenn der kleine Hunger kommt, zack, ist wieder ein Star. Da ist, die werden alle vor Deutsch in dem Alter. Der hieß das auch. Hat mit 100 aufgehört zu rauchen. Jetzt will der 200 werden und ich zahle 8 Euro mehr Krankenkasse. Bin ich nicht mit einverstanden? Ne? Ich breche das jetzt ab, ich fange jetzt an. Pass auf. Sie gucken immer noch so, als hätten Sie das Buch nicht verstanden. Kann ich Ihnen helfen in irgendeiner Form? Pass auf, wenn ich jetzt mit den Leuten so rede, ne? Das ist nicht frech, das ist kölsche Mentalität, ist das. Sprechen Sie Deutsch? Nicht, ja, das kannst du doch gleich sagen. Was reiße ich mir denn ein Bein aus hier? Also diese kölsche Mentalität, ich muss das gerade erklären, dann fange ich auch schon an. Ja, du warst letztes Jahr auch hier, ne? Haben sie sich am Stuhl festgeschraubt oder hast du Karte gewonnen? Das ist immer, das können die Kameras ruhig mal zeigen. Nehmen Sie mal den Tisch groß ins Bild und dann nehmen Sie diese Sendung heute mal auf und nächstes Jahr, die nehmen Sie auch mal auf. Und dann vergleichen Sie mal den Tisch. Das wird Ihnen aber ganz komisch vorkommen auf einmal. Bis auf den Bürgermeister sind alle gleich. Was? Elfie? So, ich muss weg. Das Schöne ist, mich kann keiner rausschmeißen aus der Stadt. Ich komme aus Bad Neuenahr. Ne? Nein, aber ich, dann auch schön, dass ihr da seid, alle wieder, immer noch. Ich, ganz kurz nochmal wegen der Mentalität. Ich erkläre das und dann fange ich an. Der Jupp, ein Freund von mir, der hat kölsche Mentalität, das ist Wahnsinn, der schwitzt Mentalität. Der saß jetzt mal im Brauhaus, ne, und hat ein leeres Glas und war traurig gewesen, nicht wahr? Und da kam plötzlich eine Fee. Ja, da brauchst du schon eine Menge Mentalität, um der Blödsinn zu glauben. Da fängst du schon mit an, ne? Jetzt sagt die Fee, sagt zu dem Jupp, sagt die, ich weiß es nicht mehr genau, diesen Beispiel. Die Fee sagt, ja, Feen sehe ich denn da? Boah, ja, im ZDF kannst du sowas bringen, aber sonst fließt du raus, glaube ich. Ne? Da ist wirklich, also, Feen sehe ich denn da? Ne? Ja, sagt der Jupp. Ich, mich hier, der Jupp, ne? Ich bin was traurig, ich habe kein Geld mehr für ein Bier. Ich war beim Automaten gewesen, Volksbank hat nicht gestreut, da bin ich nicht rangekommen, jetzt habe ich immer noch kein Bier. Ach, sagt die Fee, ist doch nicht so schlimm. Ich bin ja eine Fee, ich kann dir doch helfen. Ich bin ja eine Fee. Ach, sagt der Jupp, das ist ja hier phänomenal. Das
Was kannst du denn für mich tun? Ja, sagt die, komm, weil du es bist. Hier hast du zwei Wünsche frei. Ne? Und dann hat der Job sich gefreut. Sagt, ey, hier, zwei Wünsche. Doof eigentlich, sonst sind es immer drei, wenn man bedenkt. Und sagt die Fee, ja, wär blöd im Moment, so wär was klamm zur Zeit. Und wär noch in Ferien gewesen. Auf Fehmarn. Was wollte ich eigentlich erzählen? Weißt du es noch? Ich bin raus. Ich hab keine Ahnung. Ach so, wegen der Fee. Ich werde nur mit der Fee und dann fange ich an. Und da sagt die Fee, komm aber, dann nimm doch die zwei Wünsche. Ne? Und der Job sagt, toll, dann wünsche ich mir, dass das Glas vor mir niemals leer wird. Jeder macht Patz, Badauz, hier Konfetti, Nebel, ne? Die Fee ratsch am Arsch, kann ich mich. Ne? Und das Glas ist voll, nimmt er das Glas, trinkt es aus, stellt es wieder hin, ist wieder voll. Trinkt es aus, stellt es wieder hin, ist wieder voll. Trinkt es aus, stellt es wieder hin, ist wieder voll. Trinkt es wieder aus, stellt es wieder hin, ist wieder. Wie lange muss ich eigentlich? Stellt es wieder aus, hin, ist wieder voll. Ne? Und am 20. Kölsch sagt die Fee, Job, hör mal, du weißt schon, dass du zwei Wünsche frei hast. Ich sagte, prima, dann machen wir noch so ein Glas. Das, ne? Dann musst du sie auch sehen. Haben Sie nicht verstanden, ne? Kommen Sie von sehr weit weg, glaube ich. Komm, Frank, eine noch. Ich versuche noch einmal und dann fange ich an. Moment, also, jetzt nur für die Mentalität, haben Sie gleich, wegen der Mentalität, der Jupp jetzt zum Beispiel, hat auch zwei Kinder, ne? Denen hat er jetzt aus reiner Mentalität zum Geburtstag Pferde geschenkt, Zwillingspferde, und dann standen die Kinder vor den Pferden, da sagt der Kleinste, sagt so, oh, schön, Papa, Zwillingspferde, das ist aber doof, die können wir auch gar nicht auseinander halten. Ne? Ach, sagt der andere, ist doch kein Problem. Ich schnigge Mingenpäd jetzt eine Uhr ab. Und dann wissen wir, mit dem einen Uhr ist Mingenpäd und dann mit den zwei Ohren ist Dingpäd. Ne? Das Päd mit Kabänen ist betäubt. Ohr abgeschnitten, nachts im Stall. Ja, lach nicht, ich mache die Päd auch. Das ist ja sonst keiner da, das tun würde, nicht verschissen. Das kannst du mir nicht sagen, wie spät es ist. Ich kann die Kirchturmuhr so schlecht hören. Ist ja kein Wunder, du hast ja nur 1 Uhr. Ach, Hammer hat 1 Uhr? Nee, du hast nur 1 Uhr. Ach, ich hab nur 1 Uhr, ja. Und du hast es schon später? Wenn du zunimmst, hab ich 2 Uhr, ja. Du hast nur 1 Uhr, du Idiot. Ach, ich hab ja nur 1 Uhr. Ach, das ist ja wohl blöd. Oh, es fällt mir so schwer, das zu erzählen. Das dauert 5 Minuten. Ich weiß jetzt schon, wie es ausgeht. Und ich muss mich die ganze Zeit zusammennehmen, verstehst du? Das ist ja nur 1 Uhr. Das ist aber blöd. Wir sind ja Zwillingspferdchen. Wir müssen doch immer gleich aussehen. Weißt du was? Ich kau dir jetzt ein Ohr ab. Und dann sind wir wieder gleich, nicht wahr? Am nächsten Morgen vorm Stall. Ach nee, jetzt sehen die wieder gleich aus. Was machen wir jetzt? Ach, ich weiß es doch nicht, am besten schnicken ich mich jetzt noch eine Uhr ab und dann wissen wir, dass ohne Uhr ist Mingpäd und dass mit dem eine Uhr ist Dingpäd. Kabäne ist abgeschnitten, nachts im Stall. Was hast du gesagt? Ich hab ja nichts gesagt. Ich kann dich ganz schlecht verstehen. Du hast ja auch keine Uhr. Was ist? Keine Uhr. Wie spät? 0 Uhr. Ich habe ja keine Uhr. Ach, das ist aber blöd. Wir sind ja ein Zwillingsmädchen. Wir müssen doch immer gleich aus. ZDF hat das letztes Jahr verfilmt, da ist ein Dreiteiler draus geworden. Das geht nach hinten. Wir müssen doch immer gleich aussehen. Weißt du was, ich kau dir jetzt das andere Ohr auch noch ab, dann sind wir wieder gleich am nächsten Morgen vom Stall. Ach, jetzt sehen die wieder gleich aus. Was machen wir jetzt? Ich weiß es auch nicht, ich schnicke mich jetzt. Der Städts auf und dann wissen wir, das Bett ohne Städts ist Mingpäd und das Bett mit Städts ist Dingpäd am nächsten Morgen im Stall. Sag, kannst du mich in seinem Pfötchen kratzen? Ich krieg im Städts, die fliehen nicht fort. Du hast auch keine Städts. Ach, das ist aber blöd, wir sind ja nicht mehr ins Bett. Da krieg ich Geld für, das ist Hammer, das ist was.
Wir sind das Zwillingspferdchen. Müsst ihr immer gleich aussehen. Tritt die Sense um, der stellt's auf am nächsten Morgen vorm Stall. Sie haben noch Zeit? Ja. Ach, jetzt sehen die wieder gleich aus, was soll man? Jetzt hab ich aber langsam Leid. Pass auf, volles Angebot. Ich ziehe meinem jetzt die Zähne. Und dann weiß ich halt, Pat ohne Zeng ist Ming-Pat und ein Pat mit Zeng ist Ding-Pat. Gesagt, getan am nächsten Abend im Mettes haben noch Haferschleim. Was willst du, Dütsch, damit Haferschleim? Ich kann die Möhrchen nicht mehr beißen. Ach, um Johannes Wille, du hast ja keine Zähne. Jetzt kommen nicht so blöde Gedanken. Ach, ich habe ja keine Zähne, also wo blöd mir die Notwilligspädchen. Nächsten Moment vom Start. Ach, jetzt sind die wieder gleich. Jetzt habe ich langsam keine Lust mehr. Wir brauchen eine andere Lösung. Ich glaube, ich habe eine. Du nimmst das weiße Pferdchen, nicht das schwarze. Ob das jetzt kölsche Mentalität war oder einfach nur Blödsinn, das habe ich selber noch nicht rausgefunden. Aber ich denke, wir hatten schöne 20 Minuten. Macht es gut. Schöne Fastelaufen noch. Tschüss zusammen. Eure Blötschkopf. Dankeschön. Allah. Da du ja noch immer nicht angefangen hast, ach so, können wir uns erstens die Gage sparen. Was für eine Gage? Zweitens braucht das ZDF-Dinge herrliche Blödsinn im Hochquadrat ja nicht jetzt abnehmen. Nein. Und drittens brauchen Sie, eigentlich ihm, ja nicht applaudieren. Aber das tun wir trotzdem. Das war ein begnadeter Künstler mit einem wunderbaren Auftritt. Marc Metzger! Komm rum und setz dich schon. Steh mal auf, die Leute. Streu dir selbst den Weg frei. Wir bereiten dir den Weg für den weiteren wunderbaren Teil im Fastelaufen, der noch vor dir liegt. Du bist noch so jung an Jahren, mein Lieber. Und wir freuen uns, dass du bei uns gewesen bist. Ja. Auch wenn dich der ein oder andere im Saal nicht verstanden hat, ich glaube, zum Herzen haben wir dich all bekommen. Mein lieber Marc, ein herzliches Dankeschön, einen wunderbaren Redner. Mit der verdienten Rakete an die Werke, Mann, eins, zwei, drei, ja, hey, Mann, eins, zwei, drei, ja, hey, Mann, eins, zwei, ja, hey. Ob Marc Metzger ein herzliches, von Hetze kommendes und mein Lieber, auf baldiges Wiedersehen, dreimal Kölle! Marc Metzger und Ehrenjade. Tschüss, macht's gut, bye bye.